Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 555. Wir sind durch das dritte Quartal, kann man sagen, von dieser interessanten Mission, die eher eine Solo-Mission ist, ohne große Hindernisse, aber mit interessanten Geschichten. Schauen wir nochmal, ob wir in dem Gebiet auch alles gemacht haben, was worthy war. Ich denke schon, es gibt nur noch ein paar Gegner, die nicht so wirklich interessant sind. Wir sehen ja schon, was wir hier bekommen können. Helm of Chaos. Knowledge wird richtig groß. Wird richtig groß, aber naja. Brauchen wir nicht. Schön. Hallo, Orakelmann. Spar dir die Worte. Weisheit, Elementare, Portal, Objekt der Macht. Ich weiß. Eigentlich suche ich hier Arbeit als Traumwanderin. Mir gefällt es langsam in den Bergen. Aber das hier ist meine Ecke der Berge. Wir brauchen keinen hier. Wird sich zeigen. Die Menschen hier schätzen bestimmt ein offenes Wort. Das wird eine nette Abwechslung. Besser als komische Rätsel. Na, verkaufst du deine Hütte? Nein, ich verkaufe nicht. Bitte, nicht weit ist ein Portal. Nimm es, sei weise, finde eine Reliquie. Und wenn du versprichst, keine Konkurrenz zu machen, erzähle ich dir vom versunkenen Tempel. Okay. Oh je. Hey, ich muss diesmal nicht kämpfen. Tempel voller Schätze. Kujin hat Lust auf alles, was nicht nach Bergen aussieht. Oh ja. Und auf Schätze. Ey, Pao Kai. Wer passt denn nicht in die Armee? Davon habe ich jetzt schon zu viel. Die Wölfe sind eigentlich ziemlich stark. Lass ich die Lindwürmer da. Werden sie gleich abgegradet sozusagen. Das ist wahrscheinlich der Sunken Temple. Oh, hi. Ach du Schande. I think I got high. Wobei, die berechnen nie meine Balliste damit rein in die Stärke. Und ich glaube, die Balliste ist schon fast so stark wie meine komplette Armee. Theoretisch kann sie zumindest genügend Schaden berichten. Dementsprechend. Okay. Mach mal den weg. Der andere wurde verlangsamt. Ich könnte jetzt mal mit den Wölfen den erwischen, aber ne, das bringt nichts. Die Balliste kümmert sich. Wir sind auf jeden Fall noch weit vom Max-Level anscheinend entfernt. Und wir sind bald durch. 24. Ei, Karamba. Eine Handelsstation. Aber Fernkämpfer beschützen sie. Das ist also nicht... Oh Gott, warum sind die jetzt alle abgegradet? Gibt es da irgendwo einen Ort, wo ich meine Leute upgraden kann? Habe ich das verpasst? Nee, da war kein Bergfried oder wie das heißt, dieses Gebäude. Und daher ist das fies, wenn man jetzt abgegradet mehr gibt. Sun Daughter. Die kann man wegmachen. Oder laufen lassen. Ich will die Erfahrungspunkte da hinten. Dann, die nehmen wir mit. Sehr, sehr gerne. Ein Artefakthändler. Wobei, wir haben nicht viel... Ja, okay, probieren wir es trotzdem. Wir haben nicht viel Gold. Den machen wir weg. Easy. Absolut easy. Machen wir den weg.
Was können die? Ach, das ist. Die sind, glaube ich, die abgegradeten. 36? Ah, ich habe die schlechteren mitgenommen. Ach so, ich hatte davor immer die abgegradeten und habe jetzt schlechtere bekommen. Das ist nicht schön. Das ist nicht so schön. Na, genauso das da. Ah, das ist schön. Warum? Achso, ja. Ich dachte schon, ich bleib hängen davor. Kommt jetzt eine Katze? Ah, ja, der Unicorn-Bomb. Tunic of Kabel. Ogre Shield. Crystal Eyeball. Quest connected. Das wären schon mal zwei. Death's Embrace. Word of das ist jetzt nicht worth. Es war ein Set-Item, aber es ist jetzt nicht wirklich was wert. Und das Set werde ich auch nicht vollständig bekommen. Von daher. Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Na wobei, die sterben. Jetzt kämpfen wir gegen ein paar Sukubi. Lästige Gegner, aber machbar theoretisch. Theoretisch. Ja, hey, warum kann ich mich auf einmal so weit bewegen? Ist das Feld kleiner oder? Irgendwie kommt es mir vor, als können die sich weiter bewegen als bisher. Ich weiß es nicht. Ja, gegen die muss ich kämpfen. Also Defense ist es wert. Defense ist es immer wert. Oder Stats sind es immer wert. Stats im Allgemeinen. Nach vorne, weg mit dir, weg mit dir. Die können sich auch weiter bewegen. Obwohl, Moment, Schnelligkeit 5. Ja, die Erdtochter sind schlechter in der Schnelligkeit. Das ist eine der wenigen Einheiten, wo sich deren Reichweite mit Upgrade verschlechtert. Muss man auch erstmal haben. Goblins. Hallo? Hey, that's ours. Ah, das sind welche. Ein paar Goblins. Oh, die könnten sich theoretisch mir anschließen. Wenn wir sie bloß leicht anhitten. Aber das ist gar nicht so leicht, sie leicht anzuhitten. Machen wir den weg, damit er keine Falle hier platziert. Machen wir den weg, weil wir es einfach können. Ja, und schon ist es schwierig mit dem Anschließen, weil welche Einheit... Oh, der Paokai könnte vielleicht ihn dazu zwingen, sich mir anzuschließen. Aber nur wenn er draufschlägt und nicht ich. Ja. Moment, waren es nicht 88? Ja, shit. Ja, hat er sie getötet. Einfach so. Ah, Artefakt gefunden. Leider kein wichtiges Artefakt. Hey Karamba, mir fehlt noch ein bisschen was zu 25, aber das 25 sollte ich noch hinbekommen. Warlord, ein Seher ist bereit, die Wunden einiger umherstreifender Orks zu heilen. Aha. Zauberer Gold fehlt. Verwundete Orks, Sklaven, die Kurok nicht mehr folgen konnten. Er kann sie heilen, aber Medizin ist zu teuer.
Egal. Mit Geld kann ich Orks befreien und meine Armee stärken. Aber erstmal muss ich Geld sammeln. Hier liegt ja zum Glück ein bisschen Geld noch rum und ich habe ja noch so einen Schatztempel vor mir. Also müsste machbar sein, dass ich die auch bekomme. Wobei ich keinen Platz für die habe. Wen würde ich denn rausschmeißen? Vielleicht die Sun Daughters? Weil, ganz ehrlich, oder die? Irgendwie sind die schlecht. Die sind, na, wobei die Paokai sind wenigstens mobil. Das ist mir mehr wert, als dass die verlangsamer zaubern können. Auf jeden Fall. Oh Gott, ich hab genügend Mana. Raus mit dir, du Schrei! Brüll ihn an! Darauf steht er nämlich. Oh, okay. Basic Leadership. Oh, nice. Was haben wir hier? Opfer. Sehr schön. Opfer sind immer gut. Wie komme ich zu dem Tempel? Oh, ich komme generell zum Tempel irgendwie? Wartet. Ah, okay. Dann gehen wir zu dem Tempel. Als erstes. Das ist eine hohe Gefahr. Das nehmen wir an. Okay. Hab Dank, Mutter Erde. Das alte Sprichwort stimmt. Ist die Not groß, hilft Mutter Erde. Wieso, was hat sie gemacht? Eine hohe Gefahr. Jetzt bin ich mal gespannt, was eine hohe Gefahr ist. Ja, das ist eine hohe Gefahr. Das sind viele Fernkämpfer. Da sind viele Fernkämpfer darunter. Ein Glück habe ich die Balliste. Die macht schon mal einen von den Fernkämpfern ordentlich Damage. Das ist schon mal wichtig. So, der Pakai. Ich will nicht gegen die Einhörner kämpfen. Noch nicht. Ich stelle die jetzt ein bisschen schlecht auf für den einen. Aber egal. Einer schon mal komplett weg. Einer demoralisiert. Der bitte weg. Nicht ganz, aber ist ausreichend. Jetzt opfern wir die Hundis, weil wir kriegen ja dann Warlords. Da können wir die Hundis opfern. Das ist nicht schlecht. Auch demoralisiert. Ja, machen wir den weg. Das ist okay. Die Einhörner, bitte. Das ist seine stärkste verbliebene Einheit bisher noch. Wobei ich sagen muss, die Hundis sind stärker als gedacht. So, die Einhörner sind weg. Genau, jetzt kannst du die angreifen. Da kämpfen sogar noch die anderen Hundis dazu. Schön. Faszinierend, die sind auch extra dran. Das ist geil. Ogerschild. Okay, Knowledge increased. Unique Bestiary und so. Ey, Karamba. Da haben wir das einmal. Das einmal. Lion Spirit Dingsbums. Ich hab nix vom Lion Spirit. Das wäre geil, wenn ich noch das dritte Teil hätte. Oder? Was bringt es dann? Necklace und Cape. Ja, das wäre was. Du hast nicht zufällig das Necklace. Das Amulett. Nein. Schade. Aber Geld haben wir bekommen. Sehr schön. Das Geld kann ich eintauschen.
Ist doch super. Und die tausche ich ein. Sind es die, die ich sowieso nicht laut euch mal testen sollte? Ich glaube ja. Dann tauschen wir sie mal ein und dann testen wir sie. War, glaube ich, euer Wunsch, sie mal, dass ich sie mal testen soll. Weil die auch ziemlich gut sein soll. Gold für Freiheit von Orks. Guter Tausch. Gold für Orks. Verfolgen. Wir müssen nämlich die testen. Ey. Command Other ist, glaube ich, die besondere Fähigkeit von denen. Aber ja, probieren wir es mal. Du machst nichts. Warte erst mal. Ach Mensch, nervt mich nicht. Die kriegt Minus. So, Command Others. Machen wir mal auf die Goblins. Oh, die sind beschädigt. Was haben die jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Ich hab sie geschlagen. Hat jetzt nicht viel gebracht. Muss ich mal schnell durchlesen, was die können. Command Others, was bringt dir das? Erwähst hier noch mehr Erfahrungspunkte. Warte mal, noch mehr Erfahrungspunkte? Oh Gott, 26 gibt's auch noch. Na gut. Anschauen, was sie können. Das wollte ich tun. Was können sie denn, bitte schön? Was könnt ihr? Gebieterischer. Diese Kreatur, die Initiative aller benachbarten eigenen Einheiten um 1. Nett, aber jetzt nicht der Weltuntergang. Wir können hasten to choose and friendly units turn. Units turn. Also sie kommt eher dran. Naja, toll. Und die meint ihr, ist besser? Oder ist gut? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Damit kann man schon sick Kombos machen, aber ganz ehrlich, Doppelschlag ist geil. Bin jetzt nicht so überzeugt. Ich glaube, die Henker sind einfach cooler. Stylischer. Schöne Riesenaxt. Ohne hier so eine Panzerung. Einfach draufhauen. Oh ja, Memory Mentor. Ein Gedächtnis Mentor. Der will mir alles beibringen, was ich noch brauche. Oh, schaut mal da. Was haben wir denn da? Ah, da ist der Held. Da ist der Gegner. Herausfordernd. Sieh mal an. Herausfordernder Gegner. Dann versuche ich mal hier noch die Gegner zu killen. Hier haben wir noch was. Noch ein Level zu bekommen und dann gehen wir zum Memory Mentor und lernen mal so, wie es empfohlen wird. Wenn man eine finale Mission bestreiten möchte. Mist. Eile mit Weile. Hier. Na, schade, ich komme nicht nochmal dran. Wobei. Jetzt machen wir das noch. Kommen wir immer noch nicht dran. Vorher dran, meine ich. Schade. Naja, dann müssen wir sie halt anschreien, die Einhörner. Das reicht auch. Also, ich wäre vielleicht in der Erwägung gewesen, die statt den Henkern zu nehmen, wenn jetzt die vor denen dran gekommen wären in der Reihenfolge, wenn es nicht mehr bringt. Oh. Ich kann sie nicht mehr töten. Das ist blöd. Nee. Henker sind besser. Für mich. So. Challenging Crypt. Also ein paar Untote. Klar, das gibt hoffentlich unser Level. Wir haben Vampire, wir haben ein paar Skelette. Skelette müssen wir killen, oder? Killen wir... Nee. Die Vampire. Größte Gefahr auf dem Board. Gewesen, zumindest. Ich will ja mit denen kämpfen und nicht hier irgendwelche anderen pushen. Ist ja langweilig. Okay, die sind jetzt keine Bedrohung mehr. Machen vielleicht noch einen Kill, ein, zwei Kills höchstens bei den Centauren, sonst nichts mehr.
Erstmal, ich bin... Oh shit, haben die eine Reichweite. Na gut, dann müssen wir die anschreien. Ja, ein Kill. Wie vermutet. So, die kommen fast gar nicht mehr dran. Stückchen nach vorne. Jetzt töte sie bitte. Einmal daneben. Einmal getroffen. Und? Ja, gut. Sehr schön. Draufhauen. Nochmal. Ein Henker hätte sie jetzt getötet. Schade. Mir gefällt es nicht, dass ich meine eigenen Einheiten killen muss, damit sie ein bisschen schneller sind. Das ist vielleicht bei eigentlich ziemlich stark vom Effekt her, aber mir gefällt es trotzdem nicht. Okay, Ring of Banishment. Übrigens, jetzt haben wir Max-Level erreicht. Jetzt kann ich auch genauso gut so umswitchen. Weil das ein bisschen besser ist als das Item, oder? Spellpower und das gibt Knowledge. Ja, das ist ein bisschen besser. Grazie, Banish, Ability, Quest, Offer, das ist der Temple of Shalas und will summon a stack of Manticores. Das heißt, das ist der. Weeks past. Oh, lost. Irrelevant. Anschließen. Okay. Was haben wir hier? Runic Warharness. Runic! Achso, das haben wir ja schon. Warharness? Den haben wir doch gerade an, oder? Ja, tatsächlich. Das müssen wir also nicht machen. Kristalldrachen. Wir haben, glaube ich, keine... Wir haben gegen Elfen? Haben wir gegen Elfen irgendwann gespielt? Also normale Elfen? Oder mit Elfen? Ich glaube nicht. Die haben wir gar nicht kennengelernt, also was deren neue Einheiten sind dementsprechend. Schade. Moment, jetzt hast du Minus bekommen? Jetzt bist du wieder bei Minus? Ich dachte immer Plus. Die können sich auch nicht entscheiden, was sie haben wollen. Oh, kommt er weit vor. Sehr schön, der provoziert jetzt einen Kampf. Wie alle anderen auch. So, und den anderen schreiben wir wieder an. Das ist ein guter Angriff. Boing. Das war schön. Hier nehmen wir diesmal Gold mit, weil jetzt brauche ich ja keine Erfahrungspunkte mehr. Jetzt brauche ich nur noch Gold. Und kann hier ein paar Truppen upgraden. Wen wollen wir denn upgraden? Ich könnte sie zu Henkern machen. Ich glaube, euch will ich upgraden. Oh, jetzt... Ah, das wollte ich nämlich als nächstes machen. Ich wollte die upgraden. Ja, wir können sie zu Erdtochtern upgraden. Und dann können wir die auch noch upgraden. Zu Fallenstellern. Gut. Schade, die Orks konnte ich nicht upgraden. Naja, nicht so schlimm. Hoffe ich. Na, wahrscheinlich nicht. Oh ne, ich kann mir... Ah, ich habe kein Geld mehr. Naja, ich glaube, dann belassen wir es dabei. Ich habe kein Geld mehr, um überhaupt was rumzumixen. Die Gegner sind jetzt nur noch mäßig. Dann finaler Kampf der Mission. Her mit dir, du kleiner Teufel. Ah, da kommt er. Und jetzt kommt, kämpft er auch. Schön. So. Okay. Die kommt bis dahin, dann lassen wir das erst. Was war das? Wieso habe ich Schaden bekommen? Warst du das? Wer war das? Du warst das? Da kommt wohin?
Du bist gefährlich. Ja, hat gepasst. So, du kriegst eine Falle. Dich hau ich jetzt gerne. Aua, warum? Aua, nicht hauen. Ja, killen wir die erstmal. Wenn wir den weg haben, ist es schon mal viel geholfen. Ay caramba, der ist einfach außen rumgelaufen. Erstmal auf den Teufel schreien. Aua. Der hat seinen Dieber verloren. Ist irgendeine hässliche Fähigkeit, die das mir antut, dass die ausgerechnet die hier regelmäßig Schaden bekommen. So, jetzt will ich die vernichten. Die wehren sich zwar, aber das macht meiner Ballista nichts. Die ist einfach OP. Auch der kriegt Schaden. Das hat er gerade nicht bekommen. Sollte man vielleicht das Lock anschauen, warum? Entflammt. Alastor entflammt. Ah, der hat hier entflammt. Warum? Wie auch immer, weiß ich nicht. Das ist bestimmt eine besondere Fähigkeit von ihm. Ja, die sterben jetzt. Okay, die hätten... Ei! Ei! Okay, wir waren siegreich. Schön, Helm des Chaos. Ah, Mutter Erde. Ich spüre Freude des Kriegers. Schön. Manchmal ist es mehr Spaß, Knochen zu brechen, als zu werfen. Vielleicht tauscht Kojin Stab gegen Axt. Schön, von den Items her... Ja, ich hoffe mal, das bleibt so für die nächste Mission auch. Helm of Chaos. Tausch mal lieber aus, weil ganz ehrlich, die Knowledge, die Defense ist mir lieber als die Knowledge. Das ist ein geiles Item. Das ist ein... Naja, useless Item. Das ist ein gutes 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 Item. Naja, Item. Ach Mensch. Ich bin doch kein Zauberer, ich bin doch ein Kämpfer. Da kann ich Kreaturen opfern, oder? Ja, das will ich jetzt nicht machen. Da hätte man aber noch Max-Level bekommen können. So, dann sind wir durch. Oder auch nicht? Beraten wir uns. Wir haben viel zu besprechen. Du bist unser Omen. Ein Omen bin ich? Heißt das, die Orks wissen etwas hinsichtlich der Anwesenheit der Dämonen in Ashan? Die Königin hat den einzigen Erben geopfert, um Dämonen zu holen. Dann ist meine Mission für Ashan jetzt klarer. Ich nehme Flammenschrein, das Herz ihrer neuen Kirche.
Ich führe die Clans zu Khan Gotai, der gegen Alaric kämpft, Isabels Hohepriester. Also trennen sich unsere Wege. Möge Mutter Erde dir freie Wege geben und Vater Himmel sie erleuchten. Es hat mich gefreut, eine so weise Schamanin zu treffen. Hab Dank, Arantir von der Spinnengöttin. Doch Meister des Todes muss vorsichtig sein. Dämonen fürchten den Tod nicht. Den Tod nicht. Aber bald werden sie das Schicksal fürchten. Sag mal, was ist denn das? Wo kommt denn der auf einmal her? Der kam jetzt ein bisschen unerwartet. Na gut, wir haben die Mission abgeschlossen. Es war eine chillige Mission. Gerne die nächste Mission wieder so. Also ich mag solche Missionen. Erinnert mich an Heroes 7. Naja, mal schauen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.